Zwei Perlen am Wasser. Der Wohnpark Gelsdorfer Nordufer und das Neptun-Kai Haus 2 in Rostock. Beide Projekte, die das Unternehmen Groth & Co. im Auftrag der Musal Immobilien mit umgesetzt hat. Hier beim Gelsdorfer Nordufer ist eine neue Wohnlandschaft mit Blick auf die Hansestadt entstanden. 21 Mehrfamilienhäuser in exklusiver Lage, in Auftrag gegeben von der Firmengruppe Musal Immobilien. Verantwortlich für die Erschließung das Unternehmen Groth & Co., Bauunternehmung GmbH Rostock. Das Projekt startete 2018. Ich sag mal, das war damals für uns schon insofern interessant, weil sich unser Firmenstandort hier auch in Gelsdorf befindet. Und wir haben dann zwischen 2018 und 2020 die Erschließungsmaßnahmen hier durchgeführt. Und das heißt, da haben wir circa 1 Kilometer öffentliche Straße errichtet mit begleitenden Parkplätzen und Gehweganlagen und haben im Anschluss nach 2022 nochmal 3 Tiefgaragen errichtet durch unsere Hochbauer. Mittlerweile sind hier über 300 Eigentums- und Mietwohnungen mit viel Grün drumherum entstanden. Für Groth & Co. ein 8-Millionen-Euro-Projekt. Über den Zeitraum von 2 Jahren waren 8 bis 10 Mitarbeiter für das Projekt im Einsatz. Die Nähe zur Warnow war eine besondere Herausforderung. Ja, also ich sag mal, in der Erschließung war das so, die Medien für Regen- und Trinkwasser lagen hier relativ tief. Also wir haben hier Grabentiefen gehabt seinerzeit für die Regenwasserableitung in die Warnow von bis zu 5,5 Meter. Das ist schon erheblich und ja, ansonsten sage ich mal, ist für uns so eine Erschließung eigentlich gewohntes Terrain. Auf der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Musal Immobilien entstanden weitere gemeinsame Bauvorhaben. Gegenüber auf der anderen Seite der Warnow in Wasserlage entstand ein 5-geschossiges Bürogebäude mit Parkhaus, das Neptun-Kai Haus 2, die Firmenzentrale der Musal Immobilien. Groth & Co. hat hier die Rohbauarbeiten übernommen, die Betonarbeiten ab der Gründung bis zur letzten Decke. Auch hier besondere Herausforderungen. Also es ist so, es ist ein relativ schlankes Gebäude. Wir haben einen aussteifenden Treppenhauskern und nur ganz wenige Stützen und Decken im Prinzip aus Beton. In Sichtbetonbauweise, sodass man halt auch optische Anforderungen hat an dieses Bauwerk. Und der Rest ist dann quasi nur mit Glas verkleidet worden. Also ist das, sage ich mal, was die Bewährungsführung im Beton angeht, doch herausfordernd gewesen. So ist die ganze Lastabtragung auf nur wenige Bauteile beschränkt. Das heißt, viele Kräfte werden über wenige Bauteile abgeleitet. Ja, also diese Bauweise selbst, die ist nicht allzu häufig anzutreffen. Daher ist es, sage ich mal, in der Ausführung schon auch herausfordernd gewesen. Und es ist natürlich, schon was Besonderes, weil wir auch, die Kulisse an der Stelle hier haben mit der Warnow direkt im Hintergrund. Und das sind natürlich so Dinge im Wohnungsbau, die trifft man nicht ganz so häufig an. Daher war es auch, vom Umfeld eine schöne Baustelle, schon herausragend an der Stelle. Mit dem Wohnpark Gelsdorfer Nordufer und dem Neptun-Kai Haus 2 zeigt das Unternehmen Groth & Co., wie innovative Bauprojekte Rostock bereichern. Zwei Perlen am Wasser, die Maßstäbe setzen und das Stadtbild prägen.